Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Wahl-O-Mat Landtagswahl 2018 in Hessen. So steht's da. Es hat sogar so ein kleines R. Das ist offensichtlich ein geschützter Begriff. Und Wahl-O-Mat ausfüllen hat ja schon so eine gewisse Tradition hier auf diesem illustren YouTube-Kanal, die auch heute fortgesetzt werden soll, mit einer kleinen Ergänzung. Ich habe mir kurz entschlossen Verstärkung geholt. In Form von Herrn Enrico S. Guten Tag. Guten Tag. Genau, Enrico, der ist nämlich ein politisch gebildeter, interessierter Mensch. Ui. Und ja, wir haben ja tatsächlich auch, wo es um die große Wahl, die Bundestagswahl ging, schon so ein bisschen Wahl-O-Mat ausgefüllt und Wahlprogramme gelesen. Mir ist beispielsweise die Versprechung der CDU im Bereich Landwirtschaft, die waren ja für alles noch sehr gut in Erinnerung. Ja, ich erinnere mich. Für biologische Landwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft, industrielle, hochtechnische, also die Ja. haben jedem alles versprochen. Und den Menschen nicht zu vergessen, ne? Alles. Ja. Alles. Also das war sehr schön. Nee, also wir haben es wirklich gemacht. Sind wir alle Wahlprogramme damals Nee, durchgegangen? alle sind Aber nur von den Größten, ja. nur von den Bekanntesten. Genau, aber wir haben uns den Spaß wirklich gemacht und ja, deshalb, warum nicht mal zusammen wahlomatisieren, ne? Wobei wir die ja noch, wobei wir das noch mit getrennt haben. Ne? Der eine hat das gelesen, der andere hat das gelesen und dann haben wir uns ja einfach kurz geschlossen, um aber den Kern der Themen versucht da rauszukriegen. Ansonsten wären wir auch nicht fertig geworden, weil die Dinger sind ja echt umfangreich. Ne? Ja. Aber wobei auf der anderen Seite muss man immer sagen, wenn man sich überlegt, dass es darum geht, dass jemand hier ein Pamphlet vorlegt, das die Arbeitsgrundlage ist, was er quasi den Bürgern anbietet, damit er jetzt gewählt wird und die nächsten 4 Jahre regieren darf, fand ich es dann wieder wenig. Ja, vor allem was so Fragen wie Finanzierung, solche leidigen Themen, ne? Was kostet Ja. das denn eigentlich? Woher kommt das Geld dafür? Das wird da nie drin stehen. Das ist sehr kurz gekommen. Ja. Ne? Also gerade so konkrete Zahlen, ja, da tut man sich dann doch schwer. Ne? Hast du dir schon Ungern. aktuelle Landtagswahlprogramme durchgelesen? Tatsächlich nicht. Echt Nee. nicht? Nein. Mensch, das ist eine schöne Abendlektüre. Ja, für viele Ja. Abende. Ja, also der Plan ist so grob, dass es keinen Plan gibt. Wir werden das jetzt einfach mal hier durchklickern und so ein bisschen darüber reden, was wir zu dem einen oder anderen Punkt zu sagen haben. Für euch vielleicht noch wichtig, Diskussion gerne in den Kommentaren, insofern es sachlich ist. Das ist eigentlich das Einzige, was dabei wichtig ist. Man muss nicht dieselbe Position vertreten wie ich oder wie wir, aber persönlich soll es dann auch nicht werden. Gut. Klicken wir mal auf Start. War es nicht immer so, dass man früher Parteien auswählen durfte oder war das erst am Nee, Ende? am Schluss. Du sollst das ja ausfüllen und zum Schluss sagen sie dir, das ist deine Partei, die musst du Ja, wählen. gut, das macht auch irgendwie Sinn, Andersrum ist Blödsinn. ne? Also ich nehme nur SPD und dann schauen wir mal, wer rauskommt. Ja. Ja, man sieht schon, wir sind hier in Hessen zu Hause, ne? Ja. Das Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen soll ausgeweitet werden. Ausgeweitet. Aha. Ja. Ich wohne nicht in Frankfurt. Ja. Das ist mir tatsächlich relativ egal irgendwie. Also Kennst du das Nachtflugverbot von Frankfurt? die genauen Regularien. Ja. Nee. Von welcher Zeit bis welcher Zeit? Ich auch nicht. Aber ich glaube, die Linke, die möchte ganz gern das Nachtflugverbot Auf noch die gesamte Nacht. von 20 Uhr bis 9 Uhr morgens, damit jeder genügend Ruhe hat. Und Ja. Inlandsflüge sollen auf die Bahn ausweichen und so ein Zeug. Ja, also ich weiß, dass es so die ein oder andere Gemeinde gibt, wo das immer mal wieder Thema ist und die auch lautstark protestiert haben, was das Thema angeht und auch Erweiterungen, wenn da mal wieder im Gespräch ist, dass man irgendwie ein neues Terminal baut oder eine neue Start- und Landebahn, dann sind die immer vor Ort. Weil, ja, verstehe ich. Mich würde das auch ankotzen, wenn ich da wohnen würde und wenn da dauernd Terror ist, aber. Ja. Ja, vor allem der Landeabflug, ne? Je dichter du dran wohnst, da wackelt dann bei dir alles. Also ich neutral. Neutral, ja. Also, ja. Ich würde Also es dazu ist auch nichts sagen ein können, sehr ehrlich. Ja. lokalpolitisches Thema, finde ich. Ah.
Mietpreisbremse. In Hessen soll die Mietpreisbremse wieder abgeschafft werden. Aha. Ja, wir sind beide Mieter. Ne? Das betrifft uns also direkt. Ja, wie hast du die Mietpreisbremse für dich erlebt? ich würde mal sagen, gar nicht. Hast du deinen Vermieter gefragt, wie so die Mieten vorher waren, als du hier eingezogen bist? Also er hat mir tatsächlich gesagt, witzigerweise arbeitet er bei Fraport. In keiner niedrigen Position übrigens. Aha. Dass er die Mieten eigentlich eine ganze Zeit nicht erhöht hat und dass er es eigentlich auch nicht vorhat. Also ich habe eine Garantie für 3 Jahre, wenn ich mich gerade nicht täusche, dass sich da nichts tun wird. Das ist auch ein, wie ich finde, einigermaßen zivilisierter Preis, wenn ich mir anschaue, was ich hier sonst so gesehen habe auf der Wohnungssuche. Ja, klar, Wohnungsmarkt ist schwierig. Ist halt so in der aktuellen geopolitisch-wirtschaftlichen Gesamtsituation verankert. Was bezahlst du denn hier, wenn ich mal neugierig sein darf? Das kann ich schon nicht einfach sagen. Ja, aber wir sagen ja nicht, dass du hier in Hessen wohnst. Nein, ich meine, weil ich das nicht auswendig weiß. Ach so, okay. Weil das sind ja so die Kennzahlen, die wichtig sind, deshalb hat man die nicht im Kopf. Ja, sag mal, soll die Mietpreisbremse wieder abgeschafft werden? Ich habe keinen Bezug wirklich dazu. Also was heißt das? Der Mietpreisbremse heißt ja grundsätzlich erstmal, dass es irgendwo ein Regularium gibt, was sagt, du Vermieter darfst deine Wohnung nicht über Preis X anbieten. Ja, genau. Wobei halt die Frage ist, wie kommt das überhaupt zustande? Wie wird das ermittelt? Ist das jetzt generell für Hessen? Ist das regional spezifisch? Wie wird das errechnet? Ja, und man muss es ja auch irgendwo an irgendwas spüren können. Aber es ist tatsächlich so, dass du, ich weiß nicht, wie hoch, wie viel Prozent, maximal 15% war, glaube ich, mal so gewesen, dass du die neue Miete für den neuen Mieter darf nicht 15% mehr sein als die des alten Mieters, also der ausgezogen ist. Ja, okay. Aber tatsächlich, also es ist ja ein Thema, was in den Ballungsgebieten eher das Ding ist. Und ganz ehrlich, also wenn du dir in Berlin eine Bude suchst, ja, und du möchtest gerne wohnen, schwierig, dann ist dir das eigentlich schon ziemlich egal, was da für eine Mietpreisbremse dahinter steckt. Wenn der Vermieter der sagt, das sag ich dir nicht, ja, dann, was willst du da machen? Ja, dann hat er es nicht gesagt. Ja, dann nimmst du die Wohnung trotzdem, weil du echt mal eine Wohnung brauchst. Habe ich von der Zeit auch so eine Geschichte gesehen, wo ich weiß gar nicht, wo das war, HR-Fernsehen auch oder irgendwie sowas. Da ging es auch um den Frankfurter Raum. Das war halt irgendwie so ein Pärchen. Und mindestens einer von beiden hat irgendwie Migrationshintergrund gehabt und der sah auch noch so aus. Mhm. Ja, und dann sind die halt so mit denen durch die Lande gezogen auf Wohnungssuche, weil die waren ja jetzt zu zweit und brauchten deshalb irgendwie eine größere Wohnung, weil die beide so nur so ganz kleine Dinger hatten, wo du zu zweit halt nicht drin wohnen konntest. Und das war halt total schwierig, ne? Eben auch, weil er oder was sie... Was, hier in Hessen oder was? Ja, ich meine, es war in Hessen. Ich meine, es war in Frankfurt auch. Ach so, okay. Weil der eine dann halt auch irgendwie so ein bisschen ausländerisch aussah und deshalb bedrohlich offensichtlich. Und hat einen Bart gehabt? Nee, ich glaube, so schlimm war es nicht, aber eine Stufe davor. Oh, okay. Und ja, das war dann halt irgendwie tatsächlich wohl sehr kompliziert und auch sehr teuer. Und ja, also ich sage jetzt mal so, vom Prinzip her, vom Konzept her, finde ich so verkehrt eigentlich nicht, weil man ja tatsächlich fürchten muss, dass es einfach ins Uferlose geht, beziehungsweise das tut es ja de facto auch schon. Ne? Mhm. Geht hoch, geht hoch, geht hoch, weil das halt super ist für die Rendite, du kannst es verlangen, die Leute kaufen das und auf der Strecke bleiben halt gerade diejenigen, die sich es halt nicht unbedingt so leisten können. Ne? Also sollte sie eher abgeschafft bleiben oder also abgeschafft werden oder sollte sie da bleiben, wo sie doch wir müssen ehrlich sein, die Mietpreisbremse hat tatsächlich überhaupt gar nichts gebracht. Also das sagen nicht nur die Medien, das ist ja... Gibt auch die Politik zu. Ne? Das gibt auch die Politik zu, dass das Ding eigentlich ein Schuss in den Ofen war. Da können sie auch verschärfen, wie sie wollen, und Markteingriffe sind sowieso immer mit Vorsicht zu genießen, wenn die Politik in den Markt eingreift. Das geht in der Regel nicht so gut aus. Ja gut, aber das tut sie ja ständig. Ne? Also die ganze
Braunkohlegeschichte ist komplett subventioniert, das ist ja auch ein riesiger Markteingriff. Ja, apropos, wenn du ein bisschen Holz willst, ne? Ich glaube, da ist ein bisschen was abgeholzt worden. Wie hieß das nochmal? Hambacher Forst. Hambacher Forst, ja. Ne? Eine große ich Sauerei. Fand das krass zu sehen, dass es tatsächlich so die Typen, die sie da von den Bäumen runtergeholt haben, das waren ja tatsächlich so richtig klassische, krasse Öko-Warrior. Ich dachte irgendwie, dass es das einfach nicht mehr gibt, aber die waren halt genau so, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie solche Menschen sind. Mhm. Ja, auch so von der wirklich komplett, von der Kleidung, von den Haaren, der Tonlage her, das war halt so komplett die Gründungsmannschaft von Bündnis 90 Die Grünen, wie sie damals aufgetreten sind vor, weiß ich nicht, 30 Jahren. Ja, ich habe das gar nicht so großartig verfolgt. Ja, auch nur so Nachrichten halt. Ne? Ja. Da sind sie ja irgendwie mit, keine Ahnung, 300 schafften da rein, um die 4 Leute von ihren Bäumen zu holen. Ja. Nein, nein! Wie viele Jahre, vor wie vielen Jahren haben sie diesen Pakt dort geschlossen, dass sie den Wald abholzen dürfen? Das war doch auch schon ein ewig alter Vertrag, den sie da nun mit Biegen und Brechen, weil es halt mal ein geschlossener Vertrag ist. Jetzt wollen sie das unbedingt umsetzen, um dann noch ein bisschen Braunkohle rauszuholen. Das weiß ich gar nicht. Ja, das. Ich habe davon auch nur beiläufig mit in den Nachrichten gehört. Ich finde es tatsächlich auch eine ziemliche Sauerei. Aber wollen wir jetzt die Mietpreise, wollen wir die abschaffen oder wollen wir sie da lassen? Ich persönlich sage ja, wir schaffen die ab, weil sie eh nichts bringt und sie wird auch künftig nichts bringen. Wenn, dann müssen andere Mechanismen gefunden werden, wenn man der Meinung ist, dass man die Mieten in irgendeiner Form deckeln will, aber die Mietpreisbremse selber ist eigentlich doch völlig für die Füße. Ja, ich würde es halt so formulieren, dass die Idee an sich gut und richtig ist, also dass man irgendetwas tun muss, aber vielleicht nicht mit diesem Werkzeug. Ja. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das? Hau ich das komplett weg? Und bedeutet das, wenn ich das komplett weghaue, dass dann automatisch was anderes kommt? Ja, nee, das steht ja nicht in dem Parteiprogramm drin. Ja. Ne? Ja, nur abschaffen, ja oder nein? Ich glaube, bei der AfD steht das, die AfD hat das bei sich im Landtagsprogramm drin, die Mietpreisbremse muss weg. Die Linke selbstverständlich nicht, die wollen das natürlich noch verschärfen. Okay, ja. Ich glaube, die FDP würde das auch ganz gerne loswerden, weil es auch nichts bringt. Und CDU, naja, die CDU ist ja sowieso sehr liberal, bei denen ist alles möglich. Die haben nicht mal was. Also ich würde tatsächlich, persönlich würde für Mietpreisbremse abschaffen sagen, ich würde zustimmen. Ja, also ja, mit der Prämisse, dass halt irgendwas anderes kommt. Ich weiß, das können wir jetzt hier nicht abbilden, aber das war bei dem Wahl-O-Mat ja immer das Problem. Vielleicht kann man es am Ende, gibt es ja dann die Möglichkeit, wenn man die Partei auswählt, nochmal so die Position der Parteien zu dem Thema anzusehen. Ich glaube, das steht da tatsächlich, ja, ja. Vielleicht kann man da dann noch ein bisschen was rauslesen. Also wir müssen jetzt richtigerweise das hier sagen. Ja. Haben Sie wieder diese negativierten Fragen? Ja, das ist wieder abgeschafft werden. Ja, da muss man lieber nochmal zweimal durchlesen, ne, bevor man hier... Oh. Wo kommt das denn her? Verpflichtender Gesangsunterricht soll an mehr weiterführenden Schulen in Hessen eingeführt werden. Hast du gerade Gesangsunterricht gesagt? Ich habe Gesangsunterricht verstanden. Ich habe Gesangsunterricht gesagt. Wie komme ich denn da? Deshalb war ich so verwundert. Gesangsunterricht? Warum sollte jemand Gesangsunterricht einführen? Okay, Ganztagsunterricht. Das wären dann die Grünen gewesen. Ja, aber das wird wirklich etwas merkwürdig. Wer hat denn das irgendwann mal gefordert? Also es geht um den Ganztagsunterricht. Es geht offensichtlich um den Ganztagsunterricht. Ja. Aber das haben wir doch eigentlich fast schon. Also jetzt ist doch jetzt schon die, so. Die Frage ist ja, sie soll an mehr weiterführenden Schulen in Hessen eingeführt werden. Also es gibt schon sowas. Ja. Und wir hätten das jetzt ganz gern noch mehr. Ja, müsste man wissen, was das jetzt so alle eigentlich gebracht hat. Also Fakt ist ja, dass das kommt. Ne? Dass, also in den vergangenen Jahren, dass das irgendwie so ausgebaut worden ist. Ich glaube, bei uns war es noch so, wir haben so, was waren das höchste der Gefühle, 14 Uhr irgendwas vielleicht, so grob aus dem Bau heraus. Und heute hast du dann irgendwie noch, da haben die hier sogar ein eigenes Gebäude für hingestellt, betreutes Lernen und Zusatzangebote und Kram, sodass das sich das dann irgendwie weiter nach hinten verlagert. Aber ob das jetzt was Positives auch gebracht hat, ist so die Frage. Vor allen Dingen das Wort der verpflichtende Ganztagsunterricht. Ne?
Ich habe keine Ahnung, worauf das hier hinausläuft. Ich meine, Ganztagsunterricht ist sicherlich eine nette Sache, aber verpflichtend, was bedeutet das? Ja, heißt im Umkehrschluss, dass es bisher offensichtlich Schulen in Hessen gibt, die Ganztagsunterricht anbieten, den man aber nicht wahrnehmen muss. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich bin aus der Schulzeit ein bisschen zu weit raus. Ich kann mich erinnern, meine Schulzeit, die war auch von früh bis Mittag und wurde mit den Ja, steigenden 13 Uhr Schuljahres, klassischerweise, ne? ja, 13 Uhr 6 mit Stunden. immer weiter Klassen wird es dann halt ein bisschen länger bis, keine Ahnung, 15, 16 Uhr. Punkt. Ich meine, früher gab es auch noch so diesen Hort, ne? Diesen, oder im Osten zumindest gab es das, da wurde Ja, das jetzt dann irgendwie outest du so. dich schon so ein bisschen, wo du herkommst, ne? Ja, mein Gott. Das gab's hier tatsächlich nicht. Ne? Haben wir nicht. Ja, aber wird ja wieder eingeführt. Ne? Wenn du Ja. die Linke wählst, dann kann das Dann passieren, wird dass das du wieder das. eingeführt. Das Ja, ist. aber vom Prinzip her ist das ja auch gar nicht so. Also, dass es so Angebote gibt. Ja. Nö, ich finde es tatsächlich auch nicht unbedingt. Ich finde es auch eigentlich ganz okay. Ja. Zumindest halt irgendwo eine Möglichkeit zu haben, dass die Kids halt zusammen sein können, meinetwegen auch Hausaufgaben lösen können und das halt in einer gewissen Aufsicht, warum nicht? Ne? Sich tatsächlich witzig. Also ich weiß nicht, wie das abläuft, ja, aber theoretisch gesehen könnte das ja so ein betreutes Hausaufgaben machen oder so irgendwie so funktionieren wie im Studium. Also dass du quasi die Leute irgendwie zusammensteckst und dass die sich so ein bisschen gegenseitig helfen und dann insgesamt vorankommen. Also diese klassische Lerngruppe, an denen du nie teilgenommen hast, weil du kein sozialer Mensch bist. Ja. Aber mir hat das beispielsweise dann doch durchaus geholfen. Theoretisch, wenn man sowas jetzt früher implementiert, vielleicht hat das ja irgendwie positive Effekte. Ja, also, was möchtest du da jetzt anklicken? Ist jetzt die Frage, ne? Ich sage einfach mal ja. Ich glaube daran, dass das eine gute Sache ist. Aha. Ja, dann mach das. Was ich auch gerne hätte, wäre, dass das Schulsystem an sich umgestaltet wird. Das wird keine Frage Das hier sein, das Nee, steht das nicht ist zur Auswahl. nicht so richtig, nicht so Aber richtig. ich würde es ganz gut finden, wenn es nicht mehr so viele Privatschulen gäbe, weil die Aha. sind ja stark am Steigen. Ja. Gerade auch im Grundschulbereich. Ja, wenn man sie sich Also, leisten kann. ja, dass man halt dann schaut, dass das ist ja auch so eine Verarsche, ne? Weil diese ganzen Privatschulen, die werden ja tatsächlich zu einem guten Teil vom Staat finanziert. Parallel kostet das wundersamerweise aber trotzdem noch Geld, ja? Und was die Eltern zusätzlich zahlen müssen. Also das ist schon irgendwie ein sehr interessantes System, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, interessant ist eigentlich der Aspekt, dass die Eltern, die das machen, der Meinung sind, dass die Bildung, die ihre Kids dann in der Schule bekommen, in der regulären Schule, nicht ausreichend genug ist und sie stattdessen eine Privatschule bedienen Ja müssen. gut, das ist ja teilweise auch zutreffend. Also wenn du jetzt gerade solche Schulen hast, irgendwo an Brennpunkten oder so, wo halt ein besonders hoher Ausländeranteil ist, wo quasi Kinder in die Schule kommen, die dort erstmal Deutsch lernen müssen, dann wirkt sich das natürlich auf diejenigen negativ aus, die Deutsch schon können und dass dann halt einfach nicht die Inhalte vermittelt werden können, die eigentlich vermittelt werden sollten, weil das ja eigentlich vorausgesetzt wird. Mal so als Beispiel, und dass so eine Waldorf-Methodik, auch wenn sie sich immer alle drüber lächerlich machen und auch wenn es diese Namentanzerei, da gibt es ja irgendeinen Fachbegriff für, tatsächlich, das wirklich, das existiert ja noch, aber vom Prinzip her, was die machen und so die Idee und die Vorgehensweise, die ist eigentlich gut. Ja, das wäre ja durchaus eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, vielleicht nehmen wir das einfach und implementieren das generell in unserem staatlichen System und alle gehen dann dahin. Ja, das Ja. wäre schon eine gute Sache, So dann hätte müsste man auch so man. ein bisschen diese Trennung, diese, ne, so die sich leisten können, gehen auf die besseren Schulen so ein bisschen aufgefangen. Ja, dann müsste man die Finanzierung auch ein bisschen anders regeln, ne? Dann dürfte das dann nicht sein, dass die normalen Grund- und Mittel- oder Oberschulen, dass sie quasi als letztes finanziert werden und zuvor aber erstmal noch die Hochschulen, ne? Die Hochschulen werden ja vom Land finanziert, während die anderen Schulen darunter von der Kommune finanziert werden. Und alle zwacken sich ein bisschen was von dem wenigen Geld ab und der Rest landet dann dort in der Schule oder auch nicht. Das weiß man ja auch nicht so genau. Ja, es ist immer ganz gut, wenn man irgendwas den Kommunen dann als Aufgabe zuordnet, dann kannst du davon ausgehen, dass es
schwierig wird, Ja. weil er so der Aber finanzielle Spielraum nicht mehr wirklich groß ist. immerhin, sie können ja bei sich die Biersteuer erheben, sie kriegen ja die Biersteuer und da können sie sicherlich den einen oder anderen großen Wurf landen. Das freut dann auch wieder die Kooper. Drück mal da irgendwas. Windkraftanlagen in Waldgebieten. In Hessen sollen weiterhin Windkraftanlagen in Waldgebieten gebaut werden können. Kein Fall. Nein? Schwachsinn, ne? Das ist also Windkraftanlagen, das ist ja komplette Planwirtschaft. Ist ja komplett finanziert mit dieser EEG-Umlage. Ich meine, die Waldbesitzer freut das mehr oder weniger, weil sie sich dann halt so ein bisschen noch was dazu verdienen können, aber im Grunde Planwirtschaft no-go. Mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, wie das Ganze finanziert wird, wo die Kohle hinterherkommt. Also ich hätte jetzt halt, ja, so wieder aus der Energiewende-Perspektive ist es ja grundsätzlich erstmal irgendwie ganz nett, wenn man sowas baut. Ne? Dann kann auch der Hambacher Forst vielleicht, also der nächste Hambacher Forst, stehen bleiben. Außer denn, der wird abgeholzt, weil da ein Windkraftrad hingebaut wird, was natürlich passieren kann. Nee, Ja, also also da wenn muss man auf jetzt die Argumentation ist, dass diese ganze Windkraftanlagenbauerei Planwirtschaft ist und deshalb sollte das generell nicht gemacht werden oder Subventionen sind eigentlich generell keine besonders gute Idee. Und die Windkraftanlagen sind stark subventioniert. Entweder soll das der Markt regeln oder nicht. ja gut, ne? Aber Subventionen haben ja irgendwo auch hier einen Vorteil. Ja klar, Also man baut halt überall Windräder hin, weil sich es finanziell für den Waldbesitzer lohnt. Aber letzten Endes kannst du mit der Energie nicht richtig arbeiten, weil die Trassen dafür fehlen oder weil die nicht gespeichert werden können, dann werden sie ins Ausland verkauft oder weiß der Geier was. Und stattdessen hast du dann halt überall halt sehr viele von diesen Parks stehen, die aber tatsächlich effizient überhaupt nicht richtig genutzt werden können. Aber dafür kosten sie re reichlich Geld. Ja, und wenn sie dann irgendwann mal off sind, ja, also wenn dann die Lebenszeit rum ist von den Dingern, das ist ja dann auch mal dann so langsam, dass dann die ersten Windräder dann irgendwann mal in Rente gehen müssen. Da weiß man, glaube ich, auch noch nicht so richtig, was man mit den Dingern machen soll. vielleicht in Gorleben einlagern. Ja, weiß nicht. Also Subventionen an sich finde ich schon grundsätzlich irgendwie nur probates Mittel, um halt gewisse Anreize zu schaffen. Dass man jetzt hier bei dem ganzen Energiewende-Ding vielleicht nicht so ganz glücklich hantiert hat, das ist, denke ich, auch klar. Bei Energie hat ja generell das Problem, dass sie sich irgendwie so sehr unzureichend speichern lässt. Also ist Strom. Und dass sie nicht unbedingt da erzeugt wird, wo sie gebraucht wird. In Ja, den das mit Haushalten zum der Beispiel. Trassendingens irgendwo, weiß ich nicht, da wird ja wahnsinnig viel gebaut in der Nordsee, ne? Die haben ja so ganze Ja, Seegebiete. diese Offshore-Parks, Ja, ja. das ist schon krass, ne? Aber das musst du dann halt Wobei irgendwie man nach Bayern transportieren. bei den Dingern halt auch nicht weiß, ob die tatsächlich so nützlich sind, ne? Ob das tatsächlich so eine gute Idee ist für die Umwelt oder nicht, aber. Die müssen ja dann tatsächlich von der Nordsee über diese Nord-Süd-Trasse, diese, glaube ich, haben sie die jetzt nun Ich gebaut oder haben sie glaube die nicht nicht. Also gebaut? du Die haben sie hast nicht hier bei gebaut, ne? uns immer noch überall in den Dörfern haufenweise Plakaten von Ja. Leuten, die jetzt nicht so glücklich sind, dass sie da so ein Ding in ihre Nähe gebaut werden soll. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ähnlich ist wie bei den Autobahnen, dass das halt einfach irgendwie mal 20 Jahre dauern wird, bis da dann feststeht, wo man anfängt zu bauen. Ja, man wird es auf jeden Fall klammheimlich machen. Aber das Problem ist ja, die Anlagen müssen sie ja durch die Grundstücke also durch private Grundstücke bauen, ne? Und die Ja, müssen dann erstmal sagen, ja, ich will das. Die werden dafür zwar gewissermaßen auch entschädigt, aber nicht jeder möchte das, ne? Und solange sie da die Einverständnisse nicht haben, können sie auch wieder nicht wirklich bauen. Oder müssen eine Kurve bauen. tatsächlich jetzt mal sowas gelesen oder war das auch eine Doku? Genau, nee, das habe ich auf Wikipedia gelesen. Also was ich vorher gesehen habe, war irgendwie so eine Doku über irgendeine Autobahn in Norddeutschland, wo irgendwie jetzt vor kurzem, haben sie aber irgendwie durch den Sumpf gebaut, das Ding. War so ein deutscher Einheitprojekt. 40
Also, auf jeden Fall so eine so eine Ost-West-Verbindung. Halt durch einen Sumpf gebaut und das ist jetzt halt vor einer Zeit, ist das halt irgendwie auf einer Länge von 40 Kilometern einfach alles komplett weggebrochen. Aha. Und dann sind sie jetzt halt seit ein paar Jahren dabei, das irgendwie provisorisch wieder zu flickschustern. Und dann habe ich mir danach nochmal den Wikipedia-Artikel durchgelesen und da haben sie dann immer diese coolen Dinge drin, wie geplant soll gebaut werden, Feststellung vorgesehen im Verkehrsplan 22.499 und solche Geschichten. Ne? Und unter anderem stand da zu lesen, dass sie irgendwo ein Teilstück geplant hätten und dass sie dann da ein Nest von irgendeinem Vogel gefunden haben, Oh, der ja. das allerdings nachweislich verlassen war. Nun war es aber dummerweise so, dass für diesen speziellen Vogel eine rechtliche Regelung existierte, die gesagt hat, auch wenn das Nest verlassen ist, ist es x Jahre danach noch als Brutstätte zu betrachten. Deshalb durfte die Autobahn nicht gebaut werden. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da gibt's Das doch, da fand gibt's ich ja, krass. da gibt's ja auch diese Verbindungsstraße bei Gießen-Wetzlar, ne? Das ist auch so ein Ding, die sollte mal auf zwei Spuren ausgebaut werden, weil das doch eine ziemliche Schlagader dort ist und das können die schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht machen, weil links und rechts oder nur links oder nur rechts das halt Brutgebiete sind und da hatten die Grünen dort ein bisschen Alarm geschlagen und haben dann das quasi unterbinden können. Ja. Ja, das ist alles. Also tipp da mal jetzt irgendwas drauf. Ich würde ja ganz eindeutig sagen, das brauchen wir auf keinen Fall. Abschiebung nach Afghanistan. Hessen soll weiterhin abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber aus Afghanistan in ihr Heimatland abschieben. Moment. Steht es zur Diskussion, dass ein abgelehnter Asylbewerber hier bleiben kann, weil er aus Afghanistan kommt? Naja, das wird hier irgendwie implizit ausgedrückt, ne? Was soll das denn? Also Ja. wenn ich einen Asylbewerber habe, der abgelehnt worden ist, dann, also wenn es nicht gerade so ein lustiges Schnellverfahren war, was man aus vielleicht Personalengpässen oder so halt einfach mal gemacht hat, dann gehen wir mal davon aus, dass sich da irgendwie jemand wenigstens ein bisschen drüber Gedanken gemacht hat, dass es einen Grund gibt und dass der dann auch einfach abgelehnt ist und nach 3 Jahren Rechtsstreitigkeiten dann auch abgeschoben werden darf. Ja, das Thema bei Afghanistan ist, glaube ich, dass sie doch das so als Unseriös. sicheres Herkunftsland Ja. betiteln wollen, obwohl sie sich dort halt immer noch gegenseitig die Munition um die Ohren feiern. Ja, ein Kumpel von mir ist bei der Wehrmacht, der soll 2000, Oh, bei der Wehrmacht. ja, bei der Wehrmacht. Schön. So ist die Ausrüstung zumindest, sagt Ja. Naja, sie sollen 2000, wann ist das? 22 oder so, gehen die nach Afghanistan. Ja. Also, so ganz so sicher ist es da sicherlich noch nicht, ne? Nee, nee, Afghanistan soll nicht sicher sein. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich blöde Idee, jemanden halt in ein Kriegsgebiet zurückzuschieben. Egal, ob er jetzt nun aus, war nun Wirtschaftsflüchtling oder politisch oder was auch immer für ein Flüchtling ist, ins Kriegsgebiet rüberzuschieben, ist eher eine weniger gute Idee. Aber kann der denn überhaupt abgelehnt werden, wenn er jetzt ein Kriegsflüchtling ist? Ja, theoretisch, ich glaube schon, ja, vor allen Dingen dann, wenn du halt, wenn du Fahnenflucht betreibst, wenn du quasi eigentlich dort eingesetzt werden sollst als Soldat und dich aber allerdings dann hier meldest und Asyl anmeldest, dann wäre das zum Beispiel ein Ablehnungsgrund. Ich glaube, dieses Konzept, das gibt es in Afghanistan nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich sag mal, grundsätzlich Leute in ein Kriegsgebiet zurückzuschieben, halte ich für eine doofe Idee. Schon aus humanitären Gründen hätte ich das für eine blöde Idee, weil sie hier nun explizit auf Afghanistan hinweisen. Ne? Also nicht alle Bewerber, die abgelehnt worden sind, sondern nur explizit die aus Afghanistan. Wundert mich halt auch. Warum ist das gerade Afghanistan? Gibt es da irgendeine Diskussion, die sehr wichtig ist, die ich. Dieses sichere Herkunftsland, genau. Ja, aber das wird ja Ja. bei allen möglichen Kram immer wieder diskutiert, bei Libyen Ja, und. aber Afghanistan ist ja immer noch Kriegsgebiet. Und man hat sich ja so, das war im letzten Jahr und in diesem Jahr auch, hat man ja auch darüber schon diskutiert und gesagt, ja, nö, so unsicher ist das ja noch gar nicht. Und dann haben sie doch angefangen, so ein bisschen was zurückzuliefern an Afghanistan.
Und tatsächlich ist das aber immer noch Kriegszustand. Darum geht es ja tatsächlich auch. Also, was würdest du da jetzt antippen? So, aus reiner Neugierde stimmst du zu? Ich meine, wir sind bei 5 von 38. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit hast du hier eigentlich eingeplant? Ja, das wird länger dauern. Ich glaube Vielleicht sollten wir die eine oder andere nicht so ausgiebig darüber herziehen und sie dann einfach, wenn sie klar ist oder so. Also du sagst jetzt stimmen nicht zu. Also ich finde Es gibt nicht, einen ja. Hotkey dafür. Cool. Alt Shift N für Nein. Aber warum ist Shift eingeklingelt? Was ist neutral? Er nennt nichts. X. Ach so. Alt Shift X. Ah. Ich würde es nicht mit Tastenkombination Nee, machen. ich habe Angst, dass dann irgendwas passiert, was. Also das hier. Ich mache jetzt einfach das hier. Ausbildungsplatzabgabe. Betriebe in Hessen, die nicht ausbilden, sollen eine Abgabe zahlen. Das ist ja irgendwie auch Blödsinn, oder? Können die sich das leisten, niemanden auszubilden? Ja. Also, ich fände es auf jeden Fall Schwachsinn, den würde ich auf jeden Fall sagen, die sollen nichts zahlen. Wieso das? Ist doch ihre eigene Entscheidung, ob sie jemanden Ja, im ausbilden oder nicht. Endeffekt schon, vielleicht passt er überhaupt nicht. Ich meine, überleg mal, du hast ein Unternehmen, das kostet ja auch Geld und Zeit und alles und du kannst es halt einfach nicht leisten. Ja, Also doch. vielleicht willst du sogar, aber es geht halt aus irgendwelchen Gründen nicht und dann wirst du dafür noch bestraft. Also So ein komischer also Plan, wirtschaftlicher, auf jeden komischer. Fall nicht. Also. Ich lese mir das immer nochmal durch. Nicht. Nee. Kein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. In hessischen Städten soll es kein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge geben. Da haben wir so eine Negativfrage wieder, ne? Also Kein kein Fahrverbot. Fahrverbot. Also müssen wir das positiv beantworten, nicht wahr? Oder möchtest du gern Dieselfahrverbote haben für Dieselfahrzeuge? In Frankfurt gibt es ja das Thema, das ist ja auch irgendwie Ja. FDP und wer war es noch? Die haben dagegen geklagt, weil Frankfurt das jetzt auch mal eingeführt hat. Ja. Also ich halte tatsächlich von Fahrverboten, Dieselfahrverboten nichts. Das ist ein instrumentalisiertes Ding. Letzten Endes bezahlt dafür der Bürger dafür, der muss darunter leiden, dass sich die Politik da wieder mal verrannt hat. Ich würde auf keinen Fall Fahrverbote, generell keine Fahrverbote machen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde auch immer, dass das irgendwie so. Das ist so total spezifisch und wirkt dann irgendwie auch übertrieben, weil es gibt ja beispielsweise auch noch sowas wie LKWs und diese ganzen Abstufungen zwischen PKW und LKW. Ja. Und da gibt es ja so diverse lustige Sonderregelungen, ne? Also, dass da so einiges Gerät rumfährt, was wesentlich unsauberer ist als jeder Diesel-PKW. Ja. Und das ist halt Ja. zulässig. Und darüber wird überhaupt nicht geredet. Das ist Ne? das beste Beispiel ist ja Hamburg, die ja auch dieses Diesel, diesen Fahrverbot da durchgezogen haben. Und das Ja, aber betrifft auch ja nur irgendwie ein, so das bestimmte betrifft ja nur, das ist Straßenzüge, nur, ne? das betrifft nur einen winzigen Abschnitt, vergleichsweise winzigen Abschnitt. Und das heißt, die Autofahrer fahren einfach nur ein Stückchen woanders lang, um dieses, Und also verbrauchen dadurch mehr Benzin. verbraucht dadurch mehr Benzin. Und ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, auch ein Kommentar dazu war das gewesen. Und dann kann man dann im Hintergrund dann so die Dieselliner in den Hafen reinfahren sehen, die dann, Ja, keine Ahnung, wie viel ja, Tonnen ja, Ruß da ja. gerade Das rausgepustet ist ja haben, ne? richtig übel, ne? Dieses Heizöl, was die Kreuzfahrtschiffe Schweröl, haben. Schweröl, das ist ja noch mal eine Nummer übler als Heizöl. Ja, also das ist richtig giftiges Zeug. Also. Keine Fahrverbote auf jeden Fall. Projekte gegen Rechtsextremismus. Projekte gegen Rechtsextremismus sollen weiterhin gefördert werden. Aha. Ja. Ja, wie gegen jeden Extremismus, ne? Ja, Ist ja egal, ob Linksextremist das jetzt wäre auch nicht links schlecht, oder ne? rechts ist. Ja. Schuldenabbau. Haushaltsüberschüsse des Landes sollen vorrangig für den Schuldenabbau verwendet. Vorrangig. Ne? Also es wäre schon schön, wenn man auch ein bisschen Schulden abbaut, das ist schon ganz klar, aber vorrangig, ich meine, ich frage, ob es überhaupt Haushaltsüberschüsse gibt. Ne? Schon, ja. Ja. Ich würde es tatsächlich machen, weil die Krux ist ja die, ich meine, natürlich
musst du an allen Ecken und Enden investieren und die Schulen vergammeln, die Brücken verfallen und so weiter und so fort. Das ist ja alles bekannt. Aber Schulden haben wir halt irgendwie trotzdem. Das ist ja auch nicht so gut. Ne? Vielleicht wird irgendwann ja. auch mal die Zinsen dann doch mal wieder höher. Dann tut es nur noch mehr weh. Jetzt haben wir die Kohle. Wir wissen, dass Wirtschaft sich irgendwie so ein bisschen zyklisch verhält. Es wird auch mal wieder bergab gehen. Ja, wenn nicht jetzt, ja, wann ja. dann? Hm? Aber dafür gibt es doch diesen Länderfinanzausgleich. Da hat doch jetzt Bremen oder was gegen geklagt, ne? Weil der letzte Zensus irgendwie nicht so zu ihrem Gunsten ausgegangen ist. Und dann haben sie die Methodik angezweifelt und wollten, dass es anders wird, damit sie mehr Geld bekommen. Ja, vor allem, die sind doch, Bremen ist doch das am meistverschuldetste Land, ne? Ja, ich glaube schon. Hm. Also ich persönlich halte nichts davon zu sagen, okay. vorrangig Schuldenabbau, aber wenn man das Geld sinnvoll investiert, wäre das zumindest eine Alternative. Verlängerung der Grundschulzeit. An hessischen Schulen soll die Grundschule bis zur 6. Klasse ausgeweitet werden. Das steht, warum? Da steht zur Debatte, ja. Das war warum? Was soll das bringen? Wo ist der Unterschied, ob ich auf eine Grundschule gehe oder auf eine Realschule oder Hauptschule, was auch immer. Also, das ist doch eine rein organisatorische Frage oder ein Begriff. Das klingt für mich Bauchgefühl schon mal, ich stimme nicht zu. Das klingt seltsam, ja. Das ist jetzt wieder so eine Riesendiskussion, wo wir einfach nicht mitbekommen. Da müsste man jetzt tatsächlich erstmal nachlesen, was denn das überhaupt soll, ja. Moment, habe ich jetzt hier gerade irgendwas übersprungen? Du kommst nicht mehr zurück. Jetzt, also erst am Schluss. Okay. Straßenbau, dieses Thema. Die Kommunen sollen keine Beträge der Grundstückeigentümerinnen und Eigentümer bei Straßensanierung erheben dürfen. Ja. Ja. Also ganz ehrlich, ich finde das schon frech. Ja. Weil ich hatte es bei einem Kumpel, der hat das quasi sein Elternhaus übernommen und der kann das halt so ungefähr unterhalten mit den ganzen Kosten, die da halt so dranhängen. Und jetzt wollen die die Straße neu bauen. Und im blödesten Fall muss er das Haus verkaufen, weil er sich das nicht leisten kann. Echt? So krass ist das? Weil das halt auch unglaublich teuer ist, ne? Also ich weiß nicht, was die da für Firmen ranholen oder ob die mit Gold pflastern wollen oder so, aber... Höchstwahrscheinlich. Ja, meine Oma und Opa, die hatten genau dasselbe Thema. Die haben da auch irgendwie Straßenerneuerungen, Kanalerneuerungen, musst du zahlen, kannst du gar nichts kriegen. Ich meine, natürlich nutzt du die Infrastruktur, aber wir bezahlen ja sonst auch schon Steuern für alles Mögliche und jenes. Und dann soll man da dann nochmal bezahlen. Ja, vor allen Dingen kannst du das nicht kontrollieren, ne? Du hast ja, das. Die ziehen die Kohle ein und kaufen sich davon, keine Ahnung, ein neues. Und bei den Mietwohnungen, also du wohnst ja auch in einer Mietwohnung, so wie ich, da darf ich auch nicht mitsprechen, aber ich kriege das, weil dem Vermieter das ja ziemlich egal ist, 1:1 in die Nebenkosten rein. Umlagen, ja. Unbedingt erledigt. Wie diese Modernisierungsumlagen-Dinger, was man da machen kann, ne? Was man dann noch so ein Hintertürchen, wo man nochmal kräftig hingeht. Ja, die Energiekiste. Ja, irgendwie so gibt es so Regelungen, ne? Ja. Wie war die Frage? Sollen keine Beiträge erheben dürfen, auf jeden Fall. Oh Gott. Das traditionelles Familienbild an hessischen Schulen soll ausschließlich das traditionelle Familienbild Vater, Mutter, Kinder vermittelt werden. Das wissen wir schon, aus welcher Partei das kommt. Ich habe tatsächlich das Land, das Parteiprogramm heute gelesen von der AfD. Die möchten gerne Umerziehungsprogramme. Vielleicht in Lagern, wo man die entsprechenden Leute konzentrieren kann, damit das geregelter abläuft. Ja, also die AfD stellt sich ja gegen diese ganze Gender-Thematik und das traditionelle Familienbild, wie es hier aufgeschrieben wird. Und schon im Kindergarten möchten sie das gern mit Umerziehungsprogramm fördern, dass man halt dieses traditionelle, das erinnert mich so ein bisschen an Homosexualität kann man heilen, ne? Ja. Finde ich irgendwie total daneben. Ja, das ist schon, also ganz ehrlich, dieses Gender-Zeug, was sie da mittlerweile treiben, das ist schon ziemlich abgefuckt. Also bei aller Liberalität,
Aber beim 76. Geschlecht, das sich dann täglich neu überlegt, welche Sexualität es hat, sollte man vielleicht doch auch langsam mal nachdenken, ob man mal eine psychologische Untersuchung vornehmen lässt. Ja. Naja. Das hier, ne? Ja, dennoch. Also ich sag mal, es gibt ja nun mal Homosexualität, die gibt es schon immer. Warum soll man das jetzt Ja, klar. wieder Also, anfangen zu ja. verteufeln? Keine Privatisierung von Krankenhäusern. In Hessen sollen keine weiteren Krankenhäuser privatisiert werden. Ja, die Linke. Das ist so und so komplett. Das gesamte Gesundheitssystem ist von A bis Z 100% Planwirtschaft. Ja. Selbst wenn du ein privates Krankenhaus hast, bist du 100% in diesem System drin und du hast keine Chance, da irgendetwas dagegen zu unternehmen. Und die Länder haben schon seit ein paar Jährchen so eine kleine Agenda laufen, die so in Richtung dieser medizinischen Versorgungszentren geht, dass du halt quasi nur noch so ein großes Krankenhaus in der Region hast und dass alles andere so langsam kaputt gemacht wird. Echt? Ja. Okay. Und das ist eine gegenstandslose Frage irgendwie. Also es spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. So wie dieses System funktioniert, ist es quasi egal, ob das staatlich ist oder ob es privat ist. Dann sollen sie es lieber staatlich lassen, weil dann ist es ja eh so staatlich Planwirtschaft. Dann ist Also es in, aus einer Hand wenn man sagt, quasi privatisieren und das ein kann. Dienstleister. Ja. Dann hat man nicht so diese Schnittstellenproblematiken, ne? Ja, aber man muss es halt auch von der Seite sehen. Gesundheit ist halt ein Ein Thema, Riesengeschäft. das sollte eher so Chefsache sein, tatsächlich. Also hauptsächlich Chefsache sein. Und wir haben uns ja in Deutschland auch dafür entschieden, ein Sozialsystem zu haben, was halt vom Staat gelenkt wird, ne? Also sollte man auch bei den Krankenhäusern dann lieber auf staatlichen Betrieben bleiben, als sie dann zu privatisieren. Ich meine, hast schon recht, ist gehupt wie gesprungen. Ob privat oder öffentlich, ich meine, was möchtest du tippen, ist die Frage. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Wohl Tor 4 ist These überspringen, ne? Aber keine Haltung dazu zu haben, ist auch doof. Frag mich, wie sich These überspringen im Vergleich zu neutral auswirkt. Du hast dann einfach gar keinen Marker dann zum Schluss dran, aber du kannst die Fragen dann nochmal anpassen. Wenn dir die Partei zum Schluss nicht gefällt. Die Möglichkeit möchte ich mir auf jeden Ja. Fall offen halten. Ja. Dann neutral oder was willst du sagen? Videoüberwachung. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze in Hessen soll die Gesichtserkennung eingesetzt werden können. Videoüberwachung. Videoüberwachung haben wir ja schon. Ja, reichlich, ne? Ja. Und jetzt geht es um Gesichtserkennung, was sie halt in Berlin mal so getestet haben an Bahnhöfen von Berlin. Kann man sich, glaube ich, auch in China ganz gute Impressionen holen. Die sind Die da ein haben, von dort haben bisschen. wir es doch. Ne? Ja, die haben Die das, sind die haben das, dafür. ja, die haben das richtig professionalisiert, das geht richtig ab. Ja. Das ist ja auch die Handynummer ist quasi dein Personalausweis. Ne? Also, Ja, gut. der wird ja Das ist quasi halt alles Datenschutz, ist überwacht. da nicht so das Thema, ne? Dafür kannst du Datenschutz. halt auch durch Auflegen deines Handys bezahlen. Ja. Da sind wir halt auch noch ein bisschen weiter von weg. Ja, und alle sind glücklich. Ich wollte neulich in einem Restaurant mit Kreditkarte bezahlen. Nee. Mit Nicht Kreditkarte in Kredit, keine Deutschland. Bank halt. Ach so. Nee, haben wir nicht. Also, es ist ein bisschen zurück. Das Echt, kostet. sowas gibt's noch, Das tatsächlich? gibt's, das gibt's. Ja. Also Ja. Videoüberwachung mit Gesichtserkennung. Ich bin der Meinung, das brauchen wir nicht, weil schon die aktuelle Technologie kriegt ja die Polizei nicht gebacken. Also jetzt noch eine neue einzuführen, das würde die hoffnungslos überfordern. Mit viel Bodycam-Zeug, ne? Auch im Oktoberfest laufen die viel mit diesen Bodycam-Dingern Das rum. finde ich tatsächlich ganz gut. Ja, für beide Seiten eigentlich, ne? Ja, für die Stell dir mal Nachforschung. vor, du würdest das in den USA einführen, die würden gar nicht mehr klarkommen. Wie sollen die dann die ganzen Schwarzen erschießen? Funktioniert doch überhaupt nicht mehr. Ja. Heimatkunde im Lehrplan. Das kommt mir schon wieder, ne? Einmal Kunde im Lehrplan. Das Land soll sich dafür einsetzen, was soll sich dafür einsetzen, dass Heimatkunde an weiterführenden Schulen in Hessen in den Lehrplan aufgenommen werden soll?
in weiterführenden Schulen. Also es gibt offensichtlich das Fach in den nicht weiterführenden Schulen. Was ist eine nicht weiterführende Schule? Grundschule? Grundschule. Was ist ja, keine Ahnung, FOS-Studium? Ja, vermutlich. Ja. Also, ja, Heimatkunde ist ja immer so eine gute Sache. Ich hatte auch Heimatkunde, aber Ich nicht. irgendwann war da mal auch Schluss. Also ich habe Ja, nicht du mehr, weißt ja irgendwann alles, ich habe ne? ja in der 10. Klasse, habe ich glaube ich keine Heimatkunde mehr gehabt. Das ist eher was für die Grundschule. Hieß das Heimatkunde? Ja, ich glaube schon. Kommt mir völlig unbekannt vor. Ja, ich habe da noch so ein anderes Schulsystem kennengelernt. Ja, gut. Hat noch eine Weile gedauert, ehe das niedergetrampelt wurde und. Ja. 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 Nein. Nein. Dann klick nein. Klickst du nein, weil du weißt, dass es von der AfD kommt und du einfach gegen die AfD bist, oder? Nein, ich finde das einfach blödsinnig. Also ich weiß nicht, was das für einen Zweck erfüllen soll, warum man das machen soll. Ja, damit Und vor du, allem, warum in einer weiterführenden Schule, wenn man das so, falls du es also vergessen wenn hast. man das vorher schon gemacht hat. Falls du es vergessen hast, damit es einfach nochmal wiederholt wird, dass du in Ja. Deutschland lebst und das deine Heimat ist. Und hier wachsen Pflanzen, Tiere und es gibt Menschen. Und du darfst nicht mit Schusswaffen willkürlich auf Leute schießen. Ja, ich glaube, das ist nicht Bestandteil von Heimatkunde. Ja. Aber ein Bekannter von mir, der musste das bei seinem so einem Einbürgerungskurs, musste eher solche Fragen beantworten. Ist es okay, wenn man in Deutschland eine Waffe führt und damit auf Leute schießt? Sinngemäß. Okay, was hat er angekreuzt? Er ist ja offensichtlich hier, Ja, ne? ja. Ja, aber ganz ehrlich, Lehrplan, du könntest so viel, zum Beispiel, wie mache ich meine Steuererklärung? Das wäre natürlich für den Staat irgendwie kontraproduktiv, das jemandem beizubringen, aber das wäre dann so Wissen, was irgendwie interessant wäre. Das geht so in diese Richtung, ich kann Gedichtserörterungen in drei Sprachen schreiben, aber ja, weiß nicht, wie ich meine Steuererklärung ausfüllen soll. Interessanter wäre, vielleicht ein Steuersystem zu finden, wo man überhaupt gar keine Steuererklärung erst machen muss, weil sie ist echt Ja, kompliziert, ne? wird aber nicht besser werden. Vermutlich nicht. Ökologische Landwirtschaft, da ist die CDU dafür, soll Ja. bei der Förderung aus Landesmitteln Vorrang vor konventioneller Das ist. Landschaft. Auch dafür ist die CDU. Das ist genau der Satz, der in dem CDU-Parteiprogramm drin stand letztes Mal. Erinnerst du dich da noch dran? Ja. Das war genau der Satz. Ja, was möchtest du da jetzt ankreuzen? Ja, mach halt. Ökologisch ist doch Ich meine, gut. man muss ja mal daran denken, was verkauft sich besser, ne? Also der konventionelle, also billig Lebensmittel kriegen wir ja aus dem Ausland genug. Wir müssen uns ja irgendwo ein bisschen langsam in eine andere Richtung bewegen und wir haben ja einen Ökotrend. Da wäre schon irgendwie sinnvoll, wenn man auch solche Projekte mehr fördert, oder? Oh, das ist ja nur ein ganz neuer Aspekt. Das heißt also, wir tun das nicht nur, weil wir nette Menschen sind, sondern weil wir nebenbei auch noch einen Reibach machen können. Naja, nicht wir, aber die Landwirte wollen das vielleicht in Zukunft. Und Ja. wie du ja weißt, Landwirte sind ja selbst auch Einzelunternehmungen oder manchmal auch in Genossenschaften oder ähnlichen zusammen. Und die tragen ja eigentlich auch dieses gewisse unternehmerische Risiko, was du vielleicht jetzt durch die Trockenheit in den letzten Monaten mitbekommen hast, möchten die jetzt gern Geld haben, weil sie für sich nicht vorgesorgt haben. Ohne Ähm, und Spaß, hier könnte man tatsächlich politisch ein bisschen für sie vorsorgen und sagen, ja, die konventionelle Landwirtschaft, die wird sich auf Dauer bei euch nicht lohnen, macht da mal ein bisschen ey. Öko. Als ich meinen Bandausriss hatte und im Krankenhaus in der Notaufnahme war, da hast du ja immer diese Fernseher hängen, ne? Und da läuft dann NTV oder sowas. Ja? Und die haben ja nicht so viele Neuigkeiten, aber Müssen die die haben. eigentlich Rundfunkgebühren bezahlen? Ja. Okay. Und Pro die haben. Gerät? Das weiß ich nicht, da gibt es irgendwie so Pauschalen auch oder so. Aber man muss das bezahlen, ja. Und die haben ja permanent Nachrichten, aber es Ja. gibt nicht so viele Nachrichten. Das heißt, das sind irgendwie so vier Nachrichten, die sich dauernd wiederholen. Und eine davon war das Thema Trockenheit. Ja. Und da kam dauernd ein Bericht, wo irgendeine Reporterin vorgeblich zufällig auf einem Acker irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern einen Agrarökonomen getroffen hat und Ja. sich mit ihm über das Thema Trockenheit unterhalten hat.
Alle 15 Minuten. Schön. Immer Und wieder zufälliges Treffen, immer wieder die Erkenntnis, dass es ziemlich trocken war diesen Sommer und dass das nicht gut ist für die Landwirte. Und dann immer wieder diesen Boden aufheben, ein bisschen runterfallen lassen, das ist ja ganz schön trocken hier. Ne? Ja, mein Gott, da kommt jetzt niemand mit rechnen, also da muss man wirklich was unternehmen. das kannst du auswendig, oder? Wirklich, das greift dich psychisch an. Vielleicht ist das auch einfach so, um ein bisschen die Notfälle von denen, die nur so tun, als wären sie Notfälle, zu selektieren, dass sie dann einfach irgendwann entnervt sind und sich nach Hause schleppen und selbst kurieren. Hast du dann das Erste, was du gemacht hast, aus dem Krankenhaus rausgehen und erstmal die Erde gefühlt, mal Ja, ein bisschen das Erde in war die Hand komplett, genommen? es war richtig, es war Das war alles richtig trocken. trocken. Ja. Ja. Ja, oh, das klingt wieder gut. Erinnerungskultur. Die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur sollen weiterhin zentraler Bestandteil der hessischen Erinnerungskultur sein. Ist ja lustig. Ist das zentraler Bestandteil der hessischen Erinnerungskultur? Ich dachte, das Was ist ist eher eine sowas, ich dachte, Erinnerungs... das ist eher so eine Bundesrepublik-Kiste. Ich meine, ja, auf jeden Fall, warum nicht? Ne? Ja, ist ja vielleicht nicht so verkehrt, ne? Vielleicht können wir ja da auch aus der aktuellen Situation ein bisschen was lernen. Was Landesmindestlohn? Unternehmen, die Aufträge vom Land erhalten, sollen einen höheren Mindestlohn, Landesmindestlohn zahlen müssen. Ach je, Also noch. ganz günstig wäre ja schon mal, wenn die überhaupt einen Mindestlohn zahlen würden, weil ich glaube, an der Stelle scheitert es schon. Ja. Ich habe nämlich mal so mitbekommen, dass gerade der Bund und die Länder sehr federführend dabei sind, auch ihre, also jetzt bei den eigenen Angestellten und auch so bei Aufträgen, diese ganze Mindestlohn-Thematik zu umgehen, weil das sich herausgestellt hat, dass es recht teuer ist. Ja, aber Und die die haben müssen ja ja auch ein kein bisschen, Geld. die haben ein bisschen aufs Budget gucken, ne? Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir sparen können. Also das. Das klingt für mich tatsächlich wie Quatsch. Förderschulen. Förderschulen für Kinder mit Behinderungen sollen in Hessen erhalten bleiben. What? AfD. Habe ich auch heute gelesen. Ja, offensichtlich, also ich weiß nicht, warum sie das in ihrem Programm drin haben. Offensichtlich gibt es die Bestreben, ja, Inklusion, ne? Inklusion war, glaube ich, dieses, das ist ja das neue Das Marketingwort. gibt's ja schon länger. Ja. Da gibt es ja in der Hochschule auch so eine, die macht so Hochschulsportsachen halt. Das ist Wahnsinn. Die haben drei Leute sitzen, die sich um Hochschulsport kümmern. Und die ist so auf diese Inklusionsschiene. Und da kriegt man halt auch laufend irgendwelche E-Mails, ob man da nicht mal irgendwie was machen könnte. Und Echt? Du ja. kriegst da Mails? Ja. Ich krieg keine Mails. Wir haben ja als Kendo-Verein Ach so, ja, wie läuft es eigentlich Vertrag mit mit. Kendo, sag mal? Seid ihr noch da Ja, aktiv? das läuft. Da gibt es keine Probleme. Ja. Also Förderschulen für Kinder mit Behinderung sollen in Hessen weitererhalten sein. Ja, sicherlich. Kommunale Grundversorgung. Die kommunale Grundversorgung, Gas, Wasser, Scheiße soll ausschließlich in öffentlicher Hand sein. Ja. Ich glaube tatsächlich, das waren das die Briten oder die Amis. Einer von beiden hat das doch, die haben das mal komplett privatisiert und das ist richtig gegen die Wand gefahren. Weiß ich nicht. Also Ja. es hat überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht funktioniert, weil die Unternehmen hatten dann irgendwie überhaupt keinen Bock mehr, diese Infrastruktur zu warten, weil das alles Geld kostet. Ja. Also vielleicht sollte man so gewisse Sachen wirklich tatsächlich, ne? Also, ich sag mal, Gas, Strom kannst du dir ja quasi selber Tarife zusammensuchen. Man kann es machen, man tut es vielleicht auch. Wasser sollte auf jeden Fall in öffentlicher Hand sein, weil wie willst du das auch in privater Hand legen? Wie willst du das umsetzen? Weil in den anderen Energieträgern geht das ja. Bau von Moscheen. In Hessen sollen keine weiteren Moscheen gebaut werden. Wie viele stehen denn in Planung? Wahrscheinlich keine. Hm? Weiß nicht, ob die Bevölkerung entsprechender Glaubensrichtung so signifikant Wie zunimmt, ist dass denn sie... das in deiner Region? Wirst du gestört durch das Minarett? Ich weiß nicht, wie oft. Ich müsste scharf überlegen, wo das nächste ist. Wahrscheinlich in Frankfurt. Keine Ahnung, ich wusste nicht, dass es so ein reges Interesse daran gibt, dass Moscheen gebaut werden sollen. Wusste ich Glaube nicht. auch nicht, dass das wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten. Das ist Also. genauso wie bei christlichen Kirchen. Ich glaube, das ist auch einigermaßen überschaubar. Ja, Da die passiert nicht so Kirche hat viel. sowieso ein bisschen jetzt andere Probleme noch zu lösen, Ja, ne? diese ganzen Skandale. Ja, aber Ja. das ist ja dauernd eigentlich. Ja. Also ich würde sagen, wir stimmen da einfach mal nicht zu.
Wie hat Friedrich der Große so schön gesagt, jedem das Seine. Ist dann später von nationalsozialistischem Hintergrund etwas anders ausgelegt worden. Eltern unabhängiges BAföG. Das Land Hessen soll sich dafür einsetzen, dass BAföG generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt wird. Das kommt mir bekannt vor, das hatten wir auch schon mal. Das kommt mir auch bekannt vor. Das war, wer waren das? War das FDP? Oder war das Linke? Kommt mir bekannt vor. Ja, das ist immer noch das Thema. Ich meine, ich persönlich war auch davon betroffen. Weil mein Vater selbstständig war, auch wenn er dabei nicht viel verdient hat, bin ich automatisch durch BAföG durchgefallen, allein aus der Tatsache, weil er selbstständig ist. Also, liegt das nicht am tatsächlichen Einkommen, sondern nur an dem Status? Also zumindest, als es bei mir darum ging, mal BAföG zu beantragen, hat es nicht funktioniert. Also bei mir war es, ich habe zwar mal geguckt, gut, ich habe es ja in dem Sinne nicht gebraucht, weil ich das Geld selber so weit angespart hatte, aber bei mir wäre es, glaube ich, auch nicht gegangen. Aber das wäre dann am. Ich musste da tatsächlich Einkommen irgendwie. Einkommen eigentlich. Also Jahreseinkommen. Dein Vater ist doch auch selbstständig da gewesen. Nee. Ne? Ist angestellt. Ja. Also ich weiß es halt, bei uns war es halt die Situation, Mama war arbeitslos, hatte selbst gar kein Einkommen, Vater hat immer die Kohle nach Hause gebracht und es war sein Knochenjob da. Und so wahnsinnig viel hat er nicht verdient gehabt und es wurde eigentlich tatsächlich hauptsächlich deswegen abgelehnt, weil er selbstständig war. Und man das halt merkwürdig. Ja, ist halt auch noch mehr. Also grundsätzlich, ja, wäre ich dafür, dass man einfach so sagt, okay, BAföG soll ja angeblich zurückgezahlt werden. Es gibt da ja Ausnahmen und Möglichkeiten, dass man es halt nicht oder nur anteilig muss. Mhm. Aber grundsätzlich wird es von Elterneinkommen unabhängig sein. Das finde ich in Ordnung. Ja, der Nachteil ist halt, dass du dann, weiß ich nicht, solche Leute, die mit ihrem BMW vorfahren, dann auch noch ein bisschen BAföG beantragen. Das bekommen die vermutlich sowieso auch schon. Also, die kennen die Tricks. Ne? Ja, also es ist schon ziemlich blöd, weil die Voraussetzung, dass du halt von deinen Eltern finanziert wirst, ist halt nicht immer gegeben. Die machen es vielleicht nicht, weil sie nicht wollen oder gar nicht können und dann kannst du halt. Die Konstellation ist auch doof, ne? Wenn du quasi. Ja, genau, wenn du es nicht kriegen kannst, weil deine Eltern so viel Geld verdienen, aber die Eltern sagen, du kannst es mal schön selber machen. Aha. Ja, und du kannst es dann nicht bekommen. Ja. Dann kriegst du allenfalls das Kindergeld, weil du darauf Anspruch hast und das war's. Dann musst du gucken, dass du noch ein bisschen Geld dazu verdienst. Und BAföG bekommst du dann halt nicht, ne? Ist schon blöd. Und wenn du dann noch Studiengebühren hast, die ja immer wieder im Thema sind, dass sie wieder eingeführt werden sollen und wieder abgeschafft werden sollen, immer wieder mal hin und her. Blöd. Polizeieinsätze bei Großveranstaltungen, bei kommerziellen Großveranstaltungen sollen sich die Veranstalter an den Kosten für den Polizeieinsatz beteiligen. Hm? Finde ich fair. Hm? Ja, eigentlich schon. Ne? Also finde ich. Wacken, also Wacken find ich zum Beispiel. Ne? Ich meine, Wacken ist ja eigentlich ein friedliches Festival. Also schon. Es regnet immer, habe ich gehört. Ja, und dieses Jahr nicht. Richtig. Aber allein, was du da im Polizeieinsatz hast, ne? Wenn die dann halt irgendwie da hier Bundespolizei ankarren und so ein Cordon bauen und alle Einfallstraßen absichern und auch auf dem Festival selbst die Präsenz und so, das ist schon schweineteuer, ne? Und im Endeffekt, ja, gut, ich meine, die zahlen sicherlich dann auf irgendeine Art und Weise die Veranstalter ja auch irgendwas an den Staat. Ist ja auch irgendein Unternehmen, das das macht. Aber es ist dann sicherlich eine unverhältnismäßige Inanspruchnahme. Also ich habe noch keinen Polizisten hier bei mir herbestellt wegen meinen zahlreichen Großveranstaltungen. Die kommen ja von alleine dann, ne? Ja, manchmal kommen die einfach so. Wählen ab 16. Jugendliche sollen bei Landtagswahlen ab 16 Jahren wählen dürfen. Auf jeden Fall. Dürfen die das noch nicht? Dürfen sie nicht. Was mal irgendwie ein Pilot? Man hat es immer wieder mal probiert und es gibt auch immer wieder diese Kinder- und Jugendwahlen, wo sie die Kinder an das Wählen heranführen, aber letzten Endes hat es keine Auswirkung. Stimmt, das war also, sie halt immer hier, ne? Bei uns hat er die
keine Ahnung, SPD 80% oder so. Irgendwie sowas. Ja, aber warum nicht? Spricht nichts dagegen. Ah, zentrale Einrichtung. Da sind wir wieder bei den Lagern. Genau, ja. Zentrale Einrichtung für Asylbewerber. Alle Asylbewerberinnen und Bewerber sollen bis zur Entscheidung über ihren Antrag in zentralen Einrichtungen untergebracht werden. Das hat sich doch der Seehofer Horst ausgedacht, ne? Ja, offiziell hat er das gemacht, ja. Also, ich finde das Thema tatsächlich sehr, sehr schwierig. Einerseits, Leute in Lager zu verfrachten, ist bekanntermaßen auch in unserer Geschichte nicht unbedingt ein guter Ansatz. Andererseits hast du halt keine, dann hauen halt die ab, die wissen, dass sie abgelehnt werden und tauchen runter, und abschieben können wir nur die, die wir kennen, ja, und die, die wir kennen, sind nicht selten dann auch noch ausgebildete Leute, die wir eigentlich gar nicht abschieben wollen, und dann schieben wir dann einfach die, weil wir jemanden abschieben müssen. Ich finde das Thema tatsächlich auch, dass das teilweise, dass es halt auch einfach praktisch schon so mehr oder weniger gehandhabt wird. Also auch diese Unterbringungen, die ja passieren. Hier haben die so Container halt angekauft und irgendwo hingestellt. Das ist ja im Endeffekt auch ein umgrenztes Areal, wo die sich bewegen. Oder irgendwelche Häuser, die dann angekauft werden. Also im Endeffekt ist das schon fast das. Also ich sag mal, das Kernproblem ist doch, dass sie die Asylanträge nicht schnell genug abgearbeitet bekommen. Ja, ansonsten ja, würde sich mittlerweile ja auch gar nicht mehr so krass ist. Ne? Also der Hype, der ist ja eigentlich rum. Ja, es kommen halt nicht mehr, es kommen natürlich bei weitem nicht mehr so viele an, aber deswegen sind ja trotzdem noch etliche da. Und dadurch, dass die Asylbewerber auch alle nicht doof sind und höchstwahrscheinlich einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, wo drin steht, wenn du abgelehnt wirst, schreib, mach erstmal einen Widerspruch, können sie ja dann quasi das auch nochmal, dauert das halt auch alles ewig, ne? Ich halte grundsätzlich nichts von Lagern. Ich nicht. Kostenloser ÖPNV, was auch immer das ist. Reitet auch mal. Der öffentliche Personennahverkehr. Das Land Hessen soll für seine Bürgerinnen und Bürger ein landesweites kostenloses Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr finanzieren. Da macht auch die Linke mit Werbung, ne? Ganz genau. Ja. Das ist so das einzige Wahlplakat tatsächlich, was ich von denen gesehen habe. Mehr Busse, umsonst. Ja, genau, alles umsonst. Ich habe mich aber dann auch gefragt, für wen ist das, also jetzt gerade hier so ein Thema? Also ich meine, gut, jetzt geht es so Ballungsraum Frankfurt oder sowas, also das ist das ja schon ein wichtiges Verkehrsmittel, so also eine U-Bahn. Ne? Ja, ja, auch, so, fahren ja auch viele, die nach Frankfurt reinpendeln. Ja. Ist ja auch bei mir da hinten, da hast du dann die ganzen Parkplätze alles vollstehen mit Autos, die dann mit dem Zug nach Frankfurt reinfahren, weil du in Frankfurt keine Parkplätze bekommst. Ja. Ja, Gott, was ist denn deine Meinung dazu, einen kostenlosen ÖPNV einzuführen? Sehe ich nicht, weil das ist ja jetzt schon subventioniert ohne Ende. Ja. Weil das, was es wirklich kosten würde, würde keiner bezahlen. Und man will ja auch irgendwie, dass die Leute so ein bisschen das Ganze nutzen, weil es ja auch so gut ist, verkehrspolitisch und Umwelt und so. Da kennt man wieder diese berühmten Bilder aus den Schulbüchern, so eine Straße ist und alles voll ist mit Autos, und dann diese ganzen Leute können auch in einem Bus sitzen. Ja, oh, ja, das können sie sowieso. Ne? Mhm. Auch, ich meine, so teuer ist das jetzt auch nicht. Ja, ich denke auch, also die paar Kröten, so ein bisschen was könnte man wenigstens noch den Leuten dafür abnehmen. Und so teuer ist das jetzt wirklich auch nicht. Aber es würde auf jeden Fall das Problem lösen der Schwarzfahrer. Ja, man würde da auf jeden Fall Kosten sparen können durch Gerichtsverfahren, und sie werden ja zum Teil auch inhaftiert, ne? Also würde man auch ein bisschen Kosten einsparen. Aber grundsätzlich halte ich das für eine blöde Idee. Also Landesamt für Verfassungsschutz. Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz soll aufgelöst werden. Ach hey. Es gibt ein hessisches Landesamt für Verfassungsschutz? Ja, offensichtlich. Das hat die AfD herausgefunden und die möchte das abschaffen. Aha.
Keine Ahnung. Jetzt immer die Da kenne ich Frage, mich nicht aus. was machen die? Wie ist das jetzt? Es gibt ja auch den großen Verfassungsschutz auf Ja. Bundesebene. Was macht der? Wo ist da der Unterschied? Ich meine, auch wenn man das jetzt irgendwie auf Bundesebene zusammenführt, würde es ja wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie die lokale Zeigstelle geben. Ändert dann also auch nicht so viel. Ja, also Also ich gehe davon, selbst wenn man das abschaffen würde, die Aufgabe muss ja trotzdem erfüllt werden, dann würde es halt irgendwer anders machen. ja. Also hätte das höchstens irgendwie so eine linke-rechte Tasche Folge. Ja, also ich habe keine Meinung. Also ganz ehrlich, da müsste ich mich auch erst wieder belesen, was das jetzt konkret bedeutet und warum das jetzt nutzlos ist. Der konfessionelle Religionsunterricht soll abgeschafft werden. Also ich bin ja evangelisch. Ach so, Hier ist ja du alles bist ein katholisch. Protestant, ja? Von Furchtbar. Geburt an, Ja. ja. Und ich musste dann Ethik machen, Aha. weil Du hier, musstest. ja, weil hier gibt es Religionsunterricht, aber nur katholisch. Ach so, ja. Ne? Ja, das geht gar nicht. Da kriegst du ja irgendwie das Offensichtlich Falsche gelehrt. gibt es da massive Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. Ja. Massive Aber da Unterschiede. kennst du dich besser aus. Ja. Also ich Das hatte hat mir auf Ethik. jeden Fall die Möglichkeit gegeben, mit ja, diversen Mitbürgern mit Migrationshintergrund in Kontakt zu kommen, weil die das auch alle machen mussten. Das war eine Zeit, die ich gerne wieder vergessen werde. War nicht gut. Ja, die haben tatsächlich alle Klischees erfüllt. Okay. Also die negativen. Ja. Man wächst an seinen Herausforderungen. Was möchtest du denn da jetzt hier gerne anklicken? Ja. Ja, keine Ahnung. Also Mach halt. ich finde Religion an der Schule generell ist auch immer so ein Wir haben doch schwieriges eigentlich Thema, diese ne? schöne Trennung zwischen Kirche und Staat. Warum gibt es das überhaupt? Die Trennung? Nee, diese Religions-, also spezifischen evangelischen, katholischen, was auch immer, Unterricht. Weil die Schulen, wenn es jetzt nicht gerade eine private ist, kommt ja vom Staat. Man könnte ja irgendwie, wenn dann so ein allgemeines, dass man alles mal irgendwie gehört hat, ne, mal so ein Buddha angefasst hat oder so, einfach mal so. Also ich sag mal, ich würde Religionsunterricht an den Schulen generell abschaffen, weil das löst Ja. automatisch das Problem, dass man ja auch keinen Islamunterricht an den Schulen haben möchte. Also unterrichten wir einfach gar keine Religion, also gar kein Unterrichtsfach dafür, und dann hat man das vielleicht auch gelöst. Ja, Halb. gut, das wäre ja hier ähnlich, ne? Also das ist dann halt ein Religionsunterricht, aber der ist halt überkonfessionell. Ach so, für beide. Für alles. Hoffentlich vertragen die sich. Ja, gut. Vielleicht gibt es auch mal die eine oder andere Intifada, aber da muss man drüber stehen. Leistungskürzung Hartz IV. Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger sollen in Hessen weiterhin die Leistung gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Ich habe neulich so ein lustiges Video gesehen, das war irgend so ein Arbeitsloser und der hat quasi 40 Jahre Arbeitslosigkeit gefeiert. Und er war Echt? dann in einer Talkshow eingeladen. Irgendwie so Johannes B. Kerner, irgendwas, keine Ahnung, war schon ein bisschen älter. Ja. Und der war halt völlig überzeugt davon. Der hat also nie irgendwelche Bestrebungen, ernsthafter gehabt zu arbeiten. Ne? Aha. Und haben nur gefragt, ja, wie ist das dann, wenn Sie da eingeladen werden vom Amt, ja, dann lassen Sie mich krank schreiben. Ne? Und wollen Sie denn auch gar nicht mehr arbeiten? Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt 50, ich bin ja auch zu lange raus. Ja, war auch nie drin. Ne? Okay. Was machen Sie dann so den ganzen Tag? Ja, also ich habe meinen Hund, ne? Da gehen wir morgen erstmal, dann machen wir die Wohnung. Ruhig ein bisschen Fernsehen, ja. Und mal ein Buch lesen oder so? Nee, da habe ich keine Zeit für. Nee. Okay. Ja, also war schon sehenswert, muss man sagen. Also, Ja. ja, keine Ahnung, das ist auch wieder so ein heißes Eisen, ne? Wenn ihr jetzt einfach sagst, ja, soll auf jeden Fall gekürzt werden, weil wenn sie einen Job angeboten bekommen, dann sollen sie doch bitte auch nehmen.
Kommt halt auf die Bedingungen an, natürlich. Ich meine, wenn du jetzt dann sagen willst, weiß ich nicht, der muss jetzt ab morgen Gullideckel mit einer Zahnbürste säubern. Okay. Ja. Man hat vorher, weiß ich nicht, Fleischerei-Fachangestellter gelernt. Das ist auch nicht so weit. Ja. Mit der Zahnbürste was sauber machen, um. Sauber machen musst du da auch, das Ja. passt. Ja, also ich würde es tatsächlich weiter so Es kommt lassen, wie halt es auf den ist. Einzelfall tatsächlich drauf an. Ich meine auch tatsächlich hier diesen, so wie die Konstellation, die ich eben gerade beschrieben habe, und ich habe auch solche Leute kennengelernt, da wäre es schon ganz gut, wenn man denen irgendwie so ein bisschen den Hahn zudrehen könnte, ne? Ja, allerdings ist das sicherlich auch nicht die breite Masse. Nö, das sind sicherlich relativ wenige. Also, ich werde tatsächlich bei weiterhin kürzen bleiben. Gefahrenabwehr. Gefährderinnen und Gefährder sollen länger als 6 Tage vorsorglich in Gewahrsam genommen werden können. Oh Mann. Das Und ist ja. Gibt es da nicht so eine Unschuldsvermutung und. Na? Ja, aber nur wenn du halt für irgendwas Wenn du angeklagt kein wirst. Gefährder bist. Ja. Wenn du Gefährder bist, gilt das nicht. Nee, da zählt das nicht. Dann bist du erstmal schuldig und musst das Gegenteil beweisen. Naja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Besoldung von Lehrern. In Hessen sollen Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen das gleiche Einstiegsgehalt erhalten. Ja, da wollen die so darauf hinaus, dass die halt alle zu den Gymnasien rennen, ne? Den Gymnasien. Ja, weil du da am meisten kriegst. Ach so, ja, ist wenn ja händeringend Lehrer gesucht im Grundschulbereich und Quereinsteiger und so weiter, stellen sie jetzt ein und so weiter. Ja, also ich meine, Schulen ist ja auch eine reine Planwirtschaft, war schon immer Ja. irgendwie auch so ein bisschen mit Beamtenstatus versehen. Zumindest ein bisschen. Also sollen sie es angleichen und gut ist. Gleiche Arbeit, ne? Gleiche Arbeit, gleiches Geld. Ja, Wie war ja. das nochmal? Das muss dann aber auch überall so sein, ne? Das muss halt im Osten genauso sein wie im Westen. Nee, das ist anders, das ist Das, anders. da kann man eine Ausnahme machen. Ja. Flughafen Kassel-Calden. Das Land Hessen soll seine Anteile am Flughafen Kassel-Calden verkaufen. Ist das denn was wert? Ich glaube nicht. Da muss man schon wieder argumentieren, wenn die das verkaufen, verlieren die ja massiv Geld. Ach so, Gegen das war. keines. Stimmt, das war das Ding in Kassel jetzt gerade überlegt, wo ist denn das? Dieses Ja, Erfolgsprojekt, ja. unsere Äpfelharmonie. Auf jeden Fall halten, das müssen wir auch, wie beim BER, das müssen wir alles halten. Ne? Das steigt noch im Wert. Wir müssen nur lang genug warten. Das wird sich finden. Soll seine Anteile, keine Ahnung, also Die wollten das. ja irgendwie, wollten die ja, dass das so ausgebaut wird, ne? Und haben ja da auch Geld in die Hand genommen und so weiter. Und dann hat das halt alles überhaupt nicht funktioniert. Und da wollte keine Airline landen. Und dann war das irgendwie so, ja, diese Woche haben wir 3 Landungen, nächste Woche hoffen wir, dass es besser wird, ne? So nach dem Motto. Und also auch so ein Milliardengrab im Endeffekt. Ja, sollen es verkaufen. Sollen sie verkaufen, dann kostet es sie wenigstens nicht noch Steuergeld. Noch Man muss mehr. halt auch mal einsehen, wenn Dinge nicht funktionieren, ne? Aber doch nicht in der Politik. Sprachkurse für Flüchtlinge. In Hessen sollen weiterhin kostenlose Sprachkurse für Flüchtlinge angeboten werden. Ja klar, Ja. irgendwie müssen sie es ja lernen. Projekte gegen Ah, Linksextremismus. da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Ne? Ja, klar. Ferienwohnungen, private Wohnungen sollen als Ferienwohnungen vermietet werden dürfen. Das ist hier so, wie Ja. heißen diese ganzen Plattformen? Ist auch Ja, schon uralt, ne? BNB, Ja. 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 Ja, ist uralt, aber ist halt wegen diesen Wohnungsmangel, Ach, Wohnungsnot-Thema deshalb. begründet, weil die halt teurer als Ferienwohnungen loswerden können und weniger verschandelt als dann Mietwohnungen. Und Ja. Mietpreisbremse haben das Ganze ja nochmal ein bisschen bestärkt. Okay. Ja. Ja, klar, private Wohnungen sollen als Ferienmieter weiter vermietet werden. Natürlich, sollen sie machen. Ich Es ist ihr kann, also Eigentum. ja, ich kann auch hier jetzt jemanden nicht verbieten. Also, weiß ich nicht. Was ist der nächste Schritt?
Naja, dass sie die dann abgeben müssen. Ne? Ja, wenn du eine Wohnung hast, dann gib die mal ab. Ja, Ne? oder dass du sie dann Und inklusive zwangsverwiesen der, in der du wohnst, weil du bist offensichtlich böse, weil du Wohnraum hast. hast. Gab es da nicht sogar irgendwas in Berlin? Wie war denn das gewesen? Wenn du eine Wohnung hast, aber die nicht vermietest, dann konntest du, war da irgendwas, ne? Da konnte man doch. Wobei das natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch sinnvoll ist. Ne? Aber es gibt ja auch diese Konstellation, dass du irgendwelche Investoren hast, die so solche Objekte kaufen und für die geht es halt quasi um den Wert des Objekts an sich, also das Grundstück oder das Haus. Ja. Und für die ist es im Endeffekt uninteressant, ob jemand drin wohnt oder nicht. Was natürlich von den Menschen, die da so rumlaufen, ein bisschen anders bewertet wird. Die würden da schon gerne einziehen, aber die dürfen das dann nicht. Ja, das Das ist kommt mir bekannt natürlich schon vor. wieder irgendwie Blödsinn. Ja, aber es ist halt, ne, dafür ist halt Eigentum und Privateigentum auch nun mal Privateigentum. Jeder soll damit selber entscheiden dürfen, was er tut. Kinderbetreuung. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder unter 3 Jahren beteiligen. Ja. Ja, habe ich ja auch, ne? Habe ich Ja, ja auch und jetzt muss ich nichts mehr bezahlen. Also das ist ein merkwürdiges Thema. Also das über 3 Jahre dann kostenlos? ja, bis zur Einschulung dann. Das ist Ab, ja also auch, ab 3 Jahre. warum? Ja, weil es ab 3 Jahren halt so vorgesehen ist, dass man dann halt das finanziert bekommen. Das ist ja geil, ich habe es auch nicht verstanden. Ich freu mich natürlich drüber, dass ich jetzt dann halt auf meinem Konto nicht nochmal extra was abgezogen wird, weil es ist jetzt doch, kostet mir doch auch ein bisschen Geld. Ne? Aber Hat sich wieder irgendjemand was ausgedacht. In Hessen sollen Modellversuche zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens durchgeführt werden. Ja, wie war das? Haben wir doch eh schon. das bedingungslose Grundeinkommen durch Durch Arbeitslosengeld 2. Hartz IV, ja. Ja, da ist doch so. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist wieder so ein schönes sozialistisches Thema, ja. Nee. Halte ich tatsächlich nichts davon. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie, dass das so, weiß nicht, dass das irgendwie positive Impulse gibt. Ja, zu was positive Und Impulse? vor Ich allem, wo meine, es kommt die ist. Kohle her? Wer soll das denn? Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Na, der Steuerzahler bezahlt es. Es läuft ja zu. Beispielsweise von seinem bedingungslosen Grundeinkommen, da könnte man ja so einen Pauschalbetrag abziehen, ne? Ja, Also der so. sollte, aber wichtig ist, dass der. Dass es irgendwie von der Progression her auf Zahlen basiert, die ungefähr vor 50 Jahren entstanden sind. Ja. Weil das für den Staat ganz günstig ist. Ja. Klick mal nein. Machen wir nicht zu. Oh, wir sind durch. Haben wir jetzt was übersehen? Irgendwie so hier. Wahlrecht für Ausländer. Wahlrecht für Ausländer? Das ist eine Frage übersprungen. Das kommt mir nicht Ja, bekannt vor. ich war mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo einfach mal Kannst du weitergeklickt habe. das noch mal, kannst du da jetzt nochmal reingehen? Ach nee, du kannst das jetzt bewerten. Nochmal hier. Guck mal, Ja. lies mal da oben. Da steht's. Nochmal gewichten. Ne? Das kenne ich, Das davon ist habe ich schon mal dir gehört. besonders wichtig. Wieso kann ich das jetzt hier nicht entfernen? Ja, geht nicht. Kannst du vielleicht später nochmal machen. Ach, das kannst du auch nicht mehr entfernen, Nee, ich das kann das nicht Ständchen. mehr entfernen. Oh, dann ist ja das also auch noch besonders wichtig. Vielleicht ist mir das Nachtverbot besonders wichtig. Gibt es etwas, was besonders wichtig ist? Ich Nö. befürchte, ich kann das nicht mehr rausnehmen. Also irgendwas. Oh Mann. Vielleicht gibt es unten einen Knopf, so ein Reset. Tilt. Ja, da musst du alles nochmal ausfüllen. Und dann zu einem völlig anderen hier. Achso, das sind wir frei. Ach so, ja, stimmt, das war auch so ein Ding, das hat mich bei den letzten auch schon total angenervt, dass du jetzt erstmal festlegen musst, welche Parteien für dich interessant sind. Dass sie dir das gleich sagen. Dafür hast du das Ding ja ausgefüllt, damit sie dir das sagen. Und die NPD möchtest du nicht auswählen? Die sind aber nicht hier oben bei, ne? Aber Achso. bald schon. Ne? Die sind nicht im Landtag vertreten. Kann man die denn alle? Nee, du kannst nur 8 Parteien auswählen. Ja, mehr geht nicht. Das war.
Humanisten. Und die Partei? Ja, die Partei? Die Partei, natürlich. Grauen Panther. Bündnis Grundeinkommen. Ich glaube, ich weiß, was bei denen besonders wichtig ist. Mhm. Was war das nochmal? Die Violetten. Wusste ich mal. Mensch, Umwelt, Tierschutz. Die haben ein hübsches Logo, das gefällt mir ganz gut. Partei hoch 3? Wahrscheinlich. Aha. Allianz Deutsche Demokraten, das ist also irgendwie sowas wie die NPD. Können wir hier in den Freien Wähler oder so. Dann haben wir 8 von 8. Ach, schauen wir an. Die Freien Wähler. Hm? Ja, die sind ja auch so ein bisschen liberaler aufgestellt. Haben wir denn, mit der AfD haben wir zum Beispiel 60%, ne? Ja. CDU, Linke, Partei. Aber es ist doch eigentlich ganz gut ausgewogen, finde ich, oder? Ist doch erstaunlich, ja. Wie viel das mal bei jeder Partei sind, aber über 50%. Also im Zweifelsfall können wir einfach alles wählen. Ja, wir haben ja 2 Stimmen. Ne? Eine Übersicht mit den Antworten. Du kannst ja als PDF ausdrucken. Und dann kannst du gleich noch deinen Fehler, ne, den. Was haben wir das denn? Ah, jetzt verstehe ich. Wo ist denn jetzt hier der Rest? Wir haben keine Position, oder? Ah, das ist aber unübersichtlich. Ja, die hätten dann einfach eine breitere Seite nehmen sollen. Ja. Abflugverbot. Ja, gut. Das ist aber ein bisschen absehbar. Und keine Position dazu. Guck an. Ja, keine Position ist auch eine Position. Gesangsunterricht. Gesangsunterricht, ja. Was heißt Überschuss? Guck an. Mhm. Wer war das jetzt hier? An der hessischen Schule soll die Grundschule bis zur 6. Klasse ausgeweitet werden. Wer war das gewesen? Die Linke, okay. Ja, schön. Aber wir wollen das jetzt nicht nochmal alles einzeln durchgehen, oder? Nee. Nur mal so, so grob. Ja, wir können das ja einfach, wir können das ja einfach dann irgendwo noch mit verlinken und dann können wir uns das später nochmal angucken. Dann machen wir dann nochmal eine zweite Aufnahme, wo wir dann alles jetzt nochmal durchgehen. Aber liegt mal auf dem Papier. Wie kann ich dann jetzt hier zurück? Escape? Oder so? Nein. Doch. Ah, hier. Was kommt jetzt hier noch? Ach so. Ah. Ach so, jetzt kannst du dir quasi nochmal alle Kommentare von den Parteien dazu lesen. Ja, tausende Arbeitsplätze am Flughafen werden gefährdet. Ist das so? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir gleich Tausende, ne? Was richtig? Tausende. Also, es ist ja, Fraport ist der größte Arbeitgeber, ja, in der Region. Ja. Es sind irgendwie ein paar. Ja, Frankfurt hat selber 70, wie war das, 70.000 oder was? Viele. Mediation. Wie geht's denn hier, ja, weiter? Mediation, zu Deutsch ein Vergleich, ne? Mhm. Muss man auch erstmal wissen. Guck mal, die sehen es jetzt hier auch so, ne? FDP fordern die Abschaffung der Mietpreisbremse. Ja, gut, die FDP ja sowieso. Freie Wähler enthält sich. Eine Modifizierung. Mhm. Mhm. Ist ja allein das ist halt schon, ne? Also theoretisch musst du dir wirklich den ganzen Kram hier nochmal durchlesen, weil, ne, da haben wir auch drüber geredet. Du könntest es quasi neutral machen und dann zu sagen, ja, mach's komplett weg. Mhm. Wer ist denn jetzt eigentlich? Achso, die Grünen, ja. Mhm.
Ja, das kommt mir tatsächlich auch so ein bisschen bekannt vor. Das war auch, glaube ich, das alte Thema von der Bundestagswahl auch. Gab es das auch schon mal? Windkraft, FDP dagegen, Freie Wähler dagegen, die Grünen natürlich dafür, weil Windkraft ist nämlich gut. Ja, wobei Ist das es ja auch ja, ganz lustig ist, ne? Du hast ja dann die Situation jetzt schon seit längerem, dass du als Naturschützer eigentlich gar nicht mehr so recht weißt, wofür du eigentlich sein sollst, weil einerseits die Windkraftanlage an sich ja ganz gut, ja. andererseits werden dadurch irgendwelche Milane zerhackt, die beim Fliegen halt traditionell nach unten gucken und nicht mitkriegen, wenn sie in eine Windkraftanlage reinfliegen. Und dabei blinken die alle schon so Und schön, dann ne? wird der Wald abgeholzt, den du auch gerade schützen möchtest. Das ist ja schon jetzt irgendwie schwierig, ne? Früher war das einfacher, da konntest du noch sagen, Atomkraft Ja, nein. früher hat man die Probleme auch nicht. Da hatten Dann wir gab noch, es einfach keine ja, Windkraftanlagen. richtig, da hatten noch alle genug Energie. Da gab es noch die gute alte nukleare Kernkraft. Ihr bekanntermaßen unbedenklich ist. Absolut. Das ist natürlich auch cool, ne? Wir sind dafür, aber sagen nicht warum. Ja, Doch, überlegt euch natürlich. selbst Die was. FDP hat ganz deutlich gesagt, dass sie gegen diese Fahrverbote sind. Hier steht aber keine Begründung. Ja, das stimmt, glaube ich. Logen. Das stimmt nicht. Das brauchst du nur mal im Internet eingeben, da findest du schon genug. Ja, gut, das ist klar. Ja. Haushaltsüberschüsse sollen vorrangig für den Schuldenabbau verwendet werden. FDP sagt ja, Freie Wähler sagen ja, Grüne sagen lieber nichts. SPD sagt auf keinen Fall, ja, also die können auch nichts anderes sagen, glaube ich. Ne? AfD sagt auch ja, CDU sagt ja. Und was sagt eigentlich die Partei? Die sind auch dafür. Ja. Ja, gut. Ja. Ich meine, wir sind jetzt hier seit 1,5 Stunden dabei. Ja. Ah, ist schon wieder um 10 jetzt, ne? Ja. Müssen wir langsam mal Schluss Ja, machen. gerade auch mit dem Alter ist es ja auch nicht mehr so einfach, ne? Nee, 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 die Augen fallen zu, die werden trocken, muss man immer durch die Augentropfen nehmen. Ja. Das Gebiss muss langsam mal raus, ich habe schon die blauen Tabletten sind aufgelöst. Und Tabletten, Ja. die habe ich noch gar nicht. Ja, deine Zähne sind noch gesund. Noch. Ja. Kann er noch werden, ich meine, Zehabriss, was war das, Arschgeweih? Ja, da gibt es auch Tabletten für. Ja, gut, dann würden wir mal sagen, machen wir jetzt hier mal Feierabend. Also wir können das Ganze natürlich noch um 2 Stunden verlängern und auch Teilantworten nochmal durchgehen. Aber ich glaube, vor diesem Problem bin ich bei den letzten 5 Mal schon gestanden und habe es nicht gemacht. Weil YouTube-Videos sollten ja optimalerweise etwa 3 Minuten lang sein. War das nicht 20 Minuten? Nein, Hast du nicht nein, mal nein. was von 20 Minuten Das erzählt? ändert sich auch da. Aber ich Aha. glaube, also so als Profi, so 10, ne, 10, viel mehr solltest du nicht machen. Wirklich nicht. Ah, okay. Wie viel sind wir da Aber jetzt drüber? fünfmal Werbung drin. Ja, das ist tatsächlich richtig krass geworden. Ne? Aber du kannst ja jetzt das kostenpflichtige Ja. Premium-Paket bei YouTube Das kaufen. Geilste an dem Premium-Ding ist, dass du dann endlich, wenn du dein Handy hast und es normal über diese Ja. Web-Oberfläche hörst, dass du dann quasi das Handy Du in kannst Schlafmodus schicken das kannst und Handy du kannst ausmachen, es ne? anhören. Ja, das ist Und das fantastisch, kostet oder? höchstens 50 € im Monat oder so. Ich weiß nicht, was das kostet. Aber wo ich mir das gesehen habe, habe ich auch noch gedacht, ihr habt sie auch nicht mehr alle. Und jetzt erst recht nicht. Ist witzig, das haben die sich tatsächlich für so als kleines Schmankerl aufgehoben. Wie viel Jahre da schon Unglaublich. nachgefragt wird, ja, ist doch irgendwie blöd, mach das doch mal. Naja. Ja, dann war es das von uns. Einen schönen Lebensabend noch. Ja. Wählen gehen und so. Ja, Ne? Wählen gehen immer immer gut. wählen gehen, immer wählen gehen. Immer Ne? wählen gehen. Ja. Und ja, wer andere Meinungen und Ansichten hat, darf das gerne mitteilen. Gut, Einen schönen dann Abend. Ne? ciao, ciao. Ich glaube nicht.